Haftung ist ein Wort, vor dem sich viele fürchten. Was es mit der öffentlich-rechtlichen Haftung auf sich hat, das wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht erklären. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Salzburg und in Wien. Was hat es mit der Haftung auf sich? Haftung bedeutet grundsätzlich, dass man für etwas einstehen muss, dass man für eine Rechtsverletzung einstehen muss. In verschiedensten Gesetzen gibt es zahlreiche Haftungstatbestände, zahlreiche Straftatbestände, für die grundsätzlich der Geschäftsführer oder der Vorstand oder derjenige, der zur Vertretung nach außen hin berufen ist, haften soll. Das muss aber nicht so sein, weil man kann die Haftung auch delegieren, wenn es nicht beispielsweise wie in der Gewerbeordnung Sondervorschriften für dort eben den gewerberechtlichen Geschäftsführer gibt oder im Abfallwirtschaftsgesetz den abfallwirtschaftsrechtlichen Geschäftsführer. Die Delegation der Haftung, die ist grundsätzlich formfrei möglich. Das heißt, man könnte sie rein theoretisch auch mündlich gestalten. Mündlich ist allerdings schlecht, weil wir müssen immer den Prozessfall mit bedenken und im Prozess ist ein schriftlicher Beweis besser als ein mündlicher Beweis. Was soll man daher tun? Am geschicktesten einen einfachen, simplen, kurzen Vertrag aufsetzen. Wichtig ist dabei, dass man räumlich und sachlich eine entsprechende Abgrenzung trifft. Das heißt, möglichst genau definiert, wofür derjenige oder diejenige dann genau einzustehen hat. Wenn man diese Grundregeln einmal beherzigt hat, dann ist der Gestaltungsspielraum relativ breit. Man kann Filialgeschäftsführer einsetzen, man kann die Haftung auf mehrere verschiedene Ebenen verteilen. Aufpassen muss man nur, bei manchen Gesetzen sieht das Gesetz eben vor, dass eine bescheidmäßige Genehmigung der zur Haftung bestellten Person erfolgt. Das heißt, dort geht es dann nicht mehr formfrei.